Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und in die Zürichstraße fahren. Zürichstraße. Rechts abbiegen in die Dörnplerstraße, dann links abbiegen. Links abbiegen in die Wachtelstraße. Wachtelstraße. In 2 Kilometern links abbiegen in die Höhenstraße. In 900 Metern links abbiegen in die Höhenstraße. Links abbiegen in die Höhenstraße. In 700 Metern rechts halten und in die Eckstraße fahren. Rechts halten und in die Eckstraße fahren. In 700 Metern links abbiegen in die Eckstraße.
In die Eckstraße. In 900 Metern links abbiegen auf die 15.
abbiegen auf die 15. In 2 Kilometern